So, da sind wir wieder zurück mit unserer netten Skin Win Challenge. Was ist das? Ganz simpel, ich muss mit jedem Skin aus meinem mit jedem Skin aus meinem Spind einen epischen Sieg holen und mindestens 5 Kills machen. Ist nicht immer ganz so leicht, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, macht auch sehr viel Spaß. Wenn du das Ganze supporten willst, natürlich gerne ein Like da lassen. Falls du komplett neu da bist, natürlich auch gerne ein Abo raushauen. Und an die wahren Supporter erstmal vielen, vielen Dank, wie immer, für die fleißigen Kommentare, für die ganzen Likes. Und ich würde sagen, wir gucken uns mal ganz flott die Kills an, die ich gemacht habe. Zack. Denk dran, ich mache das immer hier mit dem Wiederholungsmodus. Ist einfach am simpelsten für mich, sage ich jetzt mal, als dann jedes Mal die Runde aufzunehmen, zu schneiden und bla bla bla. Ihr wisst ja, ich mache das Ganze nur zum Spaß. Ich will davon nicht leben, in Anführungszeichen. Und wie habe ich den Kill gemacht? Ach, da war. Da. Stopp, 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 stopp. Ah, toll, ich wollte es noch vorher Pause machen. Ihr habt es gesehen mit der Harpune. Ich musste, warte, den Kill gucken wir uns nochmal an. Ich musste nur Schaden machen mit der Harpune. Dann habe ich mir gedacht, ach komm, wenn die Harpune da rumliegt, holst du sie gerade schon mit. Ja, ich sage, meine Bowskills werden ein bisschen besser. Könnten zwar noch besser sein, aber ich fand den Kill schon nice. War jetzt nichts Besonderes in dem Sinne, Gegner hat sich ja nicht wirklich gewehrt. Zack. Alles schon assi mit der Harpune. Eieieiei. So, gucken wir uns mal hier den Doppelkill an. Ich weiß gar nicht mehr, obwohl es heute Morgen erst war. So, Pleasant Park. Ich muss immer selber gucken, was ich gemacht habe. Ah, doch, ich erinnere mich. Ja, da habe ich die Schockgranaten noch benutzt für die Challenge. Ah, ne, doch nicht. Zack, zack. Gut, der wusste überhaupt nicht, was mit ihm passiert. Ja, jetzt kommt wieder mein bestes Aim ever. Achtung. Das war nämlich nichts. Da habe ich gedacht, komm, probier's mit dem Bogen. Und ja, mit den Waffen kann man auch treffen, ne, Schleuderaffe. Aber ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Aber ich persönlich finde auch, die alten Waffen sind besser als die neuen Waffen, die jetzt drin sind. Ihr seht, jetzt habe ich direkt schon gewechselt, weil ich mag sie einfach nicht. Der Blume ist, wie Schleuderaffe auch in den Kommentaren geschrieben hat, einfach nur lost. So, dann gucken wir uns gerade noch den vierten Kill an. Ah, ihr seht immer rechts, wo der Gegner ist. Ach, der geht, der hat auch genervt. Erst macht er einen auf Lost und dann einen auf Bob der Baumeister. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich es gemacht habe. Ach so. Ja, er dachte, er wäre noch oben, aber nicht mit mir. Ich habe dich gesehen. So, dann gehen wir mal zum nächsten. Ah, dann wird die Zone aber schon deutlich kleiner. Ach, da weiß ich noch. Ich hatte ja zu dem Zeitpunkt 4 Kills. Da habe ich gedacht, ich spiele mal ein bisschen defensiver. Und genau das habe ich auch gemacht. Aber ich glaube, der eine baut sich jetzt hier schon den Berg hoch, meine ich. Ja, Bauskills, keine Rede. Bitte nicht drauf reagieren. Ich glaube, der kommt jetzt da den Berg hoch. Achtung. Zack, da kommt er. Hat doch eigentlich alles richtig gemacht. Aber war dann doch überfordert. So, der finale Kampf. Ich vergesse sowas so schnell. Ach, das war dieser lange Baufight. Er war nämlich unten, hat sich dann hochgebaut. Ihr seht ja noch an der Zeit, das dauert halt noch ein bisschen. Ich habe gedacht, vielleicht könnte ich ihn aussperren und ich renne über den Berg dann, aber das hat auch nicht so ganz geklappt. Ja, da habe ich mich, glaube ich, mehr selber zugebaut als ihn. Gott, da war ja auch die Reaktionszeit. Zack, einfach entfallen. Der Azul, leider verloren. So, das war der epische Sieg mit dem neuen Skin. Wie gesagt, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, gern ein Like da lassen. Ja, es war schon schwitzig, man sieht's. Das Emote auch noch bekommen. Und wie gesagt, gern ein Like da lassen, gern ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal.